Es ist eine Beschreibung des Berliner Energiekonzeptes. Es ist ein Konzept zur vollelektrischen Gesamtenergieversorgung mit schwimmenden Meereskraftwerken. Die sind weiträumig mit Seekabeln elektrisch vernetzt und sorgen so für Versorgungssicherheit ohne eine viel zu teure Energiespeicherung. Bei Großserienproduktion der Meereskraftwerke ist die Energieversorgung aus Wind und Wellen des Meeres kostengünstiger als das fossile Energiesystem mit Erdöl, Erdgas und Kohle und wird dieses da ersetzen. Dieses Bild zeigt die Pariser Weltausstellung aus dem Jahr 1878. Da ist eine solarbetriebene Dampfmaschine erzeugt. Also damals hatte man schon die Idee von erneuerbaren Energien. Das ist mein erstes Prospekt, das zeigt eine Wellenenergieboje. Da hier haben wir eine runde Scheibe, die auf der Meeresoberfläche schwimmt und sich hier mit den Wellen auf und ab bewegt. Und in größerer Tiefe, im ruhigen Wasser, ist eine Gegenscheibe, die wie ein Treibanker funktioniert. Und dazwischen ist eine Hydraulik, die aus dieser Bewegung Energie erzeugt und einen Generator treibt. Und oben ist noch ein Windrad, in diesem Fall eins mit senkrechter Achse, sogenanntes Darius-Windrad. Das war das erste Prospekt. Und da war mein erster Vortrag auf der Technischen Universität Berlin im Jahr 2004. Nie wieder Krieg um Öl. Jetzt erneuerbare Energie aus Meereswellen, unerschöpflich und umweltfreundlich. Und die Überlegung, dass ein Erdölkrieg verhindert werden soll, war damals zeitgerecht, weil kurz später war es soweit, dass der erste Erdölkrieg über die Bühne gegangen ist. Hier ein Bild vom Spiegel und hier ein Bild, warum in den Jahren nach 2003 der Erdölkrieg für die USA notwendig war. Wir sehen, dass hier der Ölverbrauch der USA im Jahr 2003, also kurz vor Ausbruch des ersten Erdölkrieges, größer war als die Erdölproduktion von Russland, Saudi-Arabien und halb USA zusammen. Und um das zu sichern, die Erdölversorgung sicherzustellen, für die USA war der Krieg offenbar notwendig. Durch die Erfindung des Fracking hat sich die ganze Technologie vollkommen geändert. Jetzt 20 oder 10 Jahre später hat sich das gedreht. Jetzt ist USA von einem Land, das Erdölenergie einführen musste, zu einem Erdölenergie-Exporteur geworden. Und das zeigt, dass eine neue Technologie große Wirkung auf dem Energiesektor weltweit haben kann. Hier ist die Überlegung an der TU Berlin vorgetragen wurde, noch einmal gezeigt. In den 70er Jahren war der Erdölpreis bei 2 Dollar und der Preis für erneuerbare Energien jetzt rundgerechnet 50 Cent pro Kilowattstunde. Die erneuerbaren Energien wurden immer kostengünstiger und die fossilen Energie immer teurer, bis zu einem Zeitpunkt, der ungefähr jetzt ist, wo sich die Kosten von Erneuerbaren und Fossilen angeglichen haben. Logischerweise geht diese Entwicklung weiter und führt dazu, dass die Erneuerbaren kostengünstiger werden als die fossilen Energien. Und damit ist der Umschlagpunkt erreicht, wo Förderung der erneuerbaren Energien zur Rendite aus der Produktion erneuerbaren Energien umschlägt und damit Kapital zur Verfügung steht, um die erneuerbaren Energien in so großen Umfang auszubauen, dass es für das Klima wirkungsvoll ist. Bisher bei der Subvention ist der Umfang so gering, dass die Klimawirkung gering ist. Das war meine erste Energieboje hier an der Nordsee gezeigt.
Die Konkurrententwicklungen sind die bekanntesten hier, die sogenannte Belamis, die schwimmende Seeschlange, und hier eine Konstruktion aus USA, OPD, die meiner ziemlich ähnlich ist. Und diese Konkurrenz hat es großindustriell erzeugt, während wir so in werkstattmäßig unsere Bojen hergestellt haben. Jetzt ist man dazu übergegangen, nicht nur die wellenenergie allein auszunutzen, sondern zugleich die Windenergie in schwimmenden Windrädern, die auch die Wellenenergie ausnutzen. Da hier ist ein Beispiel einer der 10 bekannten Konstruktionen von schwimmenden Windrädern. Hier sind die Windräder und hier sind die Schwimmkörper, die zugleich die Wellenenergie ausnutzen. Bei mir schaut es so aus, dass aus dieser Boje mit dem aufgesetzten Windrad der sogenannte Energiewendestern wurde in der Konstruktion. Hier ein Windrad und hier solche Schwimmkörper, die zugleich die Wellenenergie ausnutzen. Hier sehen wir das Bild des österreichischen Nobelpreisträger, der als Kind in die USA ausgewandert ist, Walter Kohn. Hier hält er seinen Vortrag und er sagt, mit der Zunahme der Weltbevölkerung wird die Erdölproduktion pro Person, Oil Production pro Person, irgendwann einmal abnehmen, und zwar zwischen 2000 und 2020. Daher hat er vorgeschlagen, da hier sehen wir ein Bild der USA-Ostküste, hier mit Windrädern, die im Meer sind, die USA mit erneuerbarer Windenergie zu versorgen. Das entspricht etwa meinem Berliner Energiekonzept. Hier sind zusätzlich zu den an der Nähe des Meeres, wo viel Wind herrscht, bereits errichteten Windräder, hauptsächlich schwimmende Energiewendesterne, und die sind mit Kabel von Süden bis Norden verbunden. Dadurch ist irgendwo immer Energie vorhanden, irgendwo ist immer Wind und Wellen, und diese Kabelverbindung ersetzt die sonst viel zu teure Energiespeicherung. Und das ist jetzt ein System, um kostengünstig mit erneuerbarer Energie Europa zu versorgen und die sehr teure Energiespeicherung zu umgehen. Die Energiespeicherung muss berücken, dass es die Dunkelflaute gibt, das sind 2 Wochen ohne Sonne und ohne Wind, die in Deutschland möglich sind. Zu erwinden werden 24 Terawattstunden Speicherkapazität nötig, und die würden, wenn man rechnet, dass die Investition pro Kilowattstunde 100 Euro pro Kilowattstunde nötig ist und wir brauchen 24 Terawattstunden, würde die Speicherung 2.400 Milliarden Euro Investition erfolgen. Das ist mehr als die deutsche Staatsverschuldung. Darum ist es günstiger, die nötige Speicherung durch Kabel, weitere Vernetzung mit Kabel im Meer zu ersetzen. Jetzt um einen Vergleich, die Energiekosten zwar von Wärmeenergie aus Erdöl, hier ist gezeigt, wie sich die Berechnung ergibt, ist 4 Cent pro Kilowattstunde, und das Fazit ist die dreifach wirksame Elektroenergie nach dem Berliner Energiekonzept zu 7 Cent pro Kilowattstunde ist bereits konkurrenzfähig mit Wärmeenergie aus Erdöl von 4 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt kann die Entwicklung der erneuerbaren Energien zur Versorgung erst mit einem größeren Maßstab beginnen, weil jetzt das Weltkapital, das Zinsen erwartet, eingesetzt werden kann. Hier noch einmal die wirklichen Ölförderkosten.
die sind noch viel geringer als 75 Dollar pro Barrel, wie jetzt der Ölpreis am Weltmarkt ist. Das fängt an bei 3 Dollar pro Barrel in Saudi-Arabien. Das entspricht ungefähr 0,15 Cent pro Kilowattstunde. Und im Kaspischen Meer sind die Förderkosten ungefähr 20 Dollar pro Barrel, entspricht etwa 1 Cent pro Kilowattstunde. Und bei den modernen Technologien mit dem Fracking, die die USA zum Erdölexportland gemacht haben, liegen die Kosten bei 2 bis 3 Cent pro Kilowattstunde schon. Hier gibt es eine bekannte Doktorarbeit, die beweist, dass wenn man Windräder in ganz Europa und russischen Raum verteilt, haben wir wieder nach dieser Doktorarbeit 0,046 Euro oder 4,6 Cent pro Kilowattstunde Energieerzeugungskosten. Und bei diesen weit verteilten Windrädern nach dieser Doktorarbeit ist immer genug Wind vorhanden, damit eine sichere Versorgung gewährleistet ist. Dasselbe sagt die Energie Watch Group, hier wieder die Windräder elektrisch vernetzt bis Mittelrussland, und das ergibt Erzeugung, Netz und Speicherung sind nötig, ergibt eine sichere Energieversorgung. In dem Fall rechnet er mit 5,2 Cent pro Kilowattstunde. Das zeigt darauf hin, dass meine Rechnung von 7 Cent pro Kilowattstunde etwa vernünftig erscheint. Dann, hier gibt es die größte Netzfirma der Welt, ist die China Grid. Das ist einer der 10 größten Firmen der Welt, und die hat die Vision eines Weltstromnetzes, die Solarenergie weltweit verteilt. Sogar solche Vision gibt es. Und dann wäre natürlich überall jederzeit zum richtigen Augenblick Solarenergie vorhanden. Soweit, dass das Vernetzen sogar so extrem in Vision schon ist. Hier haben wir ein Beispiel über die Kosten des Stromtransportes, und die Kosten liegen bei 1,5 bis 2 Cent, bei uns bei 4.300 Jahresbetriebsstunden, wie es am Meer ist. Und das deutet darauf hin, dass diese Rechnung von 3,5 Cent für die Vernetzung und 3,5 Cent pro Kilowattstunde für die Energieerzeugung nach meinem Berliner Energiekonzept einigermaßen in derselben Größenordnung ist wie die anderen Angaben. Extremfall, wir haben 2,6 Cent pro Kilowattstunde kostet die Elektroenergie vom Solarpark, der in Saudi-Arabien oder in Dubai geplant ist. Das sind ein Extrem, dass die Kosten der erneuerbaren Energien schon wesentlich niedriger sind als die Kosten von Energie aus Öl. Doch hier ist nur gezeigt, das Potenzial von Windenergie. Der kleinste Würfel hier rechts im Eck ist der Weltstromverbrauch, hier noch aus dem Jahr 2007, die hat sich nicht wesentlich geändert. Und dieser Würfel hier, dieser hellrote, der zeigt das Potenzial der Weltwindenergie. Also es ist reichlich Potenzial vorhanden, um aus Windenergie den gesamten Weltenergiebedarf zu decken. Und man muss ja auch nicht das ganze Meer pflastern mit schwimmenden Windrädern. Das ist ungefähr die Fläche, natürlich verteilt auf die einzelnen Gebiete, die in der Summe nötig ist, um mit schwimmenden Wind- und Wellenenergiekraftwerken den gesamten Weltenergiebedarf zu decken. Hier ist gezeigt, wie schnell sich eine
konkurrenzfähige neue Technologie, wenn sie günstiger ist als die bestehende, durchsetzt, wobei die Zeiten für den Technologiewechsel immer geringer werden, die Kurven werden immer steiler. Früher waren 30 oder 40 Jahre für Technologiewechsel nötig und jetzt hat sich das reduziert auf 5 bis 10 Jahre. Das ist dann die Praxis, die sich aus diesen Kurven ergibt. Das ist jetzt nicht das Handy, das Smartphone, sondern das Tastentelefon. Das hat sich in 10 Jahren von 0 auf 500 Millionen weltweit entwickelt. Das Smartphone hat sich auch in 10 Jahren von 2007 bis 2017 auf 2 oder 2,5 Milliarden Stück entwickelt. Hier ist noch ein Energiequellenvergleich. Dieses große Balkendiagramm zeigt die Gesamtenergieproduktion weltweit, 160.000 Terawattstunden, auf ein DIN A4 Blatt aufgetragen, hätte der Balken eine Länge von 16 cm. Jetzt der Balken für die Windenergieproduktion weltweit hätte da hier eine Höhe von 1,5 mm und der für die Photovoltaik weltweite Energieproduktion von 0,5 mm. Und bei der augenblicklich vorhandenen Produktionskapazität von Windrädern und Photovoltaik-Panels erhöht sich der Balken für die Windenergie jährlich um 0,2 mm und der für die Photovoltaik im Augenblick um 0,1 mm. Das zeigt, dass man durch Subvention unwirtschaftlicher Energietechnik auf das Klima überhaupt keinen wesentlichen Einfluss nehmen kann. Einfluss nehmen kann man nur, wenn die Kosten der erneuerbaren Energien niedriger sind als die fossilen Energien, was bei Serienproduktion der Meereskraftwerke möglich ist, dann ist vom Weltkapital genug vorhanden, wenn es Zinsen bringt. Dabei müsste die Produktion von Windrädern oder Meereskraftwerken in die Größenordnung der Autoproduktion gehen, um so viel Wirkung zu haben, dass die erneuerbaren Energien die fossilen Energien ersetzen kann. Und das ist möglich, wenn man die Technik so weit entwickelt, dass sie eben bei Serienproduktion kostengünstiger ist als die fossile Energieerzeugung. Hier haben wir noch einen Vergleich der Kernfusion mit dem Berliner Energiekonzept. Nach meiner Rechnung braucht die Entwicklung des Konzeptes von konkurrenzfähigen schwimmenden Meereskraftwerken etwa 3 Jahre verglichen mit 30 Jahren für die Entwicklung der Kernfusion vorausgesagt ist. Und die Energieerzeugungskosten sind voraussichtlich 7 Cent pro Kilowattstunde beim Energieerzeugen nach dem Berliner Energiekonzept gegenüber 13 Cent pro Kilowattstunde, was die voraussichtlichen Energiekosten bei der Kernfusion nach eigenen Angaben sind, sodass die Kernfusion nicht konkurrenzfähig ist mit Erdöl und Erdgas und Kohle, wohl aber das Berliner Energiekonzept. Daher ist das Berliner Energiekonzept bei Technologieoffenheit mindestens genauso zu fördern wie die Kernfusion. Jetzt ist das erklärt, wie ich dazu komme, dass Berliner Energiekonzept ein Konzept ist zur vollelektrischen Gesamtenergieversorgung mit schwimmenden Meereskraftwerken, weiträumig vernetzt elektrisch mit Seekabeln, um die viel zu teure Energiespeicherung zu ersetzen. Und bei Großserienproduktion ist diese Energieversorgung aus Winden des Wellen des Meeres kostengünstiger als das fossile Energiesystem mit Erdöl, Erdgas und Kohle und wird dieses daher ersetzen.
So, das ist ein Vortrag über mein Berliner Energiekonzept. Es ist ein Konzept zur vollelektrischen Gesamtenergieversorgung mit schwimmenden Meereskraftwerken. Sie sind weiträumig mit Seekabeln vernetzt, elektrisch vernetzt und erreichen damit, dass sie eine Versorgungssicherheit gewährleistet ist, ohne die viel zu teure Energiespeicherung. Bei Großserienproduktion der Meereskraftwerke ist die Energieversorgung aus Wind und Wellen des Meeres kostengünstiger als das fossile Energiesystem mit Erdöl, Erdgas und Kohle und wird dieses ersetzen. Und das soll dieser Vortrag beweisen. Ich wollte noch mal eine Frage dazu stellen. Warum eigentlich sind diese vielen schwimmenden Meereskraftwerke in der Lage, eine Versorgungssicherheit zu erreichen? Hängt es damit zusammen, dass die weiträumig auf dem Meer verteilt sind und da immer irgendwelche Wellen überall gleich sind? Oder woraus kommt denn diese Behauptung, dass diese vielen schwimmenden Meereskraftwerke eine Versorgungssicherheit gewährleisten? Sie sind so weiträumig verteilt, dass sie die Tiefdruckgebiete, die ungefähr 1000 Kilometer Durchmesser haben, um ein Mehrfaches überschreiten. Und dadurch ist irgendwo immer Wind und Wellen, sodass sich in der Summe eine sichere Energieversorgung gibt. Und dafür gibt es eine Doktorarbeit, die das beweist. Das ist von? Von Dr. Zisch. Okay. Und daraus geht einfach hervor, dass irgendwo in diesem Weltmeer, ist, wo eben diese Bojen sind, da ist immer irgendwo ein Energieeintrag. Ja, also die Doktorarbeit ist für Windenergie in Europa und Vorderasien. Und dasselbe ist nach meiner Überlegung auch am Meer, trifft dasselbe zuständig, was für die Windenergie in Europa und vorderen Russland ist. Okay. Das heißt also, wenn es ein Optimum gibt, dass sagen wir mal, dass alle Meereskraftwerke gleichzeitig gut produzieren, dann hätten die ja Überproduktion und es wird aber niemals unter einen bestimmten Level runterfallen, weil man davon ausgeht, dass die Windverteilung oder diese Tiefdruckverteilung dafür sorgt, dass irgendwo sind Welle und irgendwo ist Wind. Wenn man so auslegt, dass im ungünstigsten Fall genug Energie produziert wird, elektrische, dann gibt es in vielen Zeiten Überproduktion, okay. Das muss in Wasserstoff verwandelt werden und kann zum Beispiel zum Antrieb von Flugzeugen und Schiffen verwendet werden. Das hier zeigt ein Bild von der Pariser Weltausstellung im Jahr 1878. Damals bereits gab es eine solarbetriebene Dampfmaschine. Also erneuerbare Energieüberlegung ist nicht so jung, ist schon so alt wie 150 Jahre alt etwa. Und das war mein erstes Prospekt. Das hat vorgesehen eine Wellenenergieboje, wobei diese runde Scheibe an der Oberfläche schwimmt und sich mit den Meereswellen auf und ab bewegt. Und in Tiefe, im ruhigen Wasser, im bereits ruhigen Wasser, ist eine Gegenmasse, die relativ still steht. Und dazwischen ist ein Hydraulikzylinder, der Druckölpumpe pumpt. Mit dem Druckölpumpe wird ein Generator angetrieben. Und zusätzlich ist oben noch ein Windrad angebracht, in diesem Fall eines mit senkrechter Achse, sogenanntes Darius-Windrad, das zusätzliche Energie erzeugt, so war das erste Konzept. Da war mein Vortrag aus dem Jahr 2004 an der Technischen Universität, an der Freien Universität Berlin. Damals war das gerade aktuell. Da hieß nie wieder Krieg um Öl. Jetzt Energie aus Meereswellen, unerschöpflich und umweltfreundlich und preisgünstig. Die Kriegsgefahr um Öl war nicht so aus der Hand zu weisen. Die wurde vom Spiegel schon vermutet und ist der Grund, warum die USA einen Krieg um Öl anzetteln müsste, war der, dass zu diesem Zeitpunkt, 2003, der Erdölbedarf von USA größer war als die Produktion von
von USA, von Saudi-Arabien und von halb Russland. Das ist aber ein derartig großer Ölbedarf, dass der die Deckung durch Krieg gesichert werden musste. Und dadurch kam es nach meiner Ansicht zum ersten Irakkrieg. Inzwischen hat sich das total verändert. Durch die Methode des Fracking konnte die USA-Ölproduktion so gesteigert werden, dass USA vom Ölimportland zum Ölexportland wurde. Das zeigt, dass eine Technologieänderung sehr wohl eine Gesamtänderung des Weltenergiemarktes hervorrufen kann. Damit will ich sagen, dass auch die Änderung des nach dem Berliner Energiekonzept, nachdem die erneuerbaren Energien kostengünstiger sind als die fossilen Energien, einen Wendepunkt überschreiten, nachdem wieder eine Energiemarktänderung zu erwarten ist. Da hier ist genau gezeigt das Prinzip, auf dem mein Vortrag beruht. Im Jahr zum Beispiel 1970 war der Erdölpreis 2 Dollar pro Barrel und die Kosten für erneuerbare Energien jetzt rundgerechnet 50 Cent pro Kilowattstunde. Die erneuerbaren Energien sind in den Kosten immer niedriger geworden und die fossilen Energien sind immer teurer geworden und es gab einen Schnittpunkt und der ist ungefähr jetzt, einen Wendepunkt, wo die Kosten der erneuerbaren Energien etwa pari sind, etwa gleich mit den Kosten der fossilen Energien, von etwa 6 Cent pro Kilowattstunde. Da hieß es noch mit dem damaligen Erdölpreis von 100 Dollar, um einen runden zu nennen, gezeigt. Das hat zur Folge, dass die Erneuerbaren nicht mehr subventioniert werden müssen, sondern dass die Erneuerbaren beim Ausbau gegenüber den noch meist vorhandenen fossilen Energie eine übermäßige Rendite erbringen und daher das Weltkapital zu dem Ausbau der erneuerbaren Energie locken und nur auf diese Art und nicht durch Subvention teurer Technologien kann die Produktion von der erneuerbaren Energien in einem derartigen Maß gesteuert werden, dass sie das Erdöl und das Erdöl ersetzen kann. Zum Vergleich, die Produktion von Windrädern oder Meereskraftwerken muss die Größenordnung oder die halbe Größe der derzeitigen Autoproduktion erreichen, weiter Produktion von Erdöl, Erdgas und Kohle aus Kostengründen zu verhindern und so das Klima zu beeinflussen. Ach, das zu dem Schaubild noch einmal. Diese Linie, die in der Mitte der parallel gezogen ist, ja, die ist praktisch eine feststehende Linie für 6 Cent pro Kilowattstunde, bedeutet ja, die. Das ist also nicht die Nulllinie, die, wie ich zunächst dachte, sondern das ist bei 6 Cent. Und oben sind wir bei 50 Cent ja. Und unten die für die 2 Dollar pro Barrel, die könnte man vielleicht auch in Cent ausdrücken, die sind halt bei einem Cent oder so. Ja, vielleicht ungefähr. Okay. Und dann ist der Schnittpunkt, den du da ausgearbeitet hast, für die jetzige Zeit, über 2015 oder der liegt dann, das sind diese 6 Euro Cent. Und da sagst du, jetzt geht die fossile Energie, wird weiterhin ansteigen in der Kosten, in der Produktionskosten und die Erneuerbare, weil da irgendwelche Technologien dahinter stehen und eine Vervielfältigungsrate, die wird weiterhin sinken. Ja, das Schaubild war zu einem, ist jetzt da, um das allgemein vergleichbar zu machen mit 100 Dollar, gezeichnet. Im Augenblick sind wir bei 75 Dollar pro Barrel und wir sind ungefähr bei 4 oder 5 Cent pro Kilowattstunde. Das Schaubild ist nur um eine runde Summe zu, weil der Erdölpreis und der Euro
Dollar-Parität schwankt dauernd, darum ist das hier auf ein allgemeines. Und du beziehst dich deswegen nur auf Erdöl, weil der Erdölpreis und der Erdgaspreis und die anderen, die hängen alle miteinander irgendwie voneinander ab. Dann, ja, der Erdölpreis ist der, der alle dann, anderen mitzieht. Okay. Der zieht das Erdöl, Gas und irgendwie auch der Preis von Kohle mit sich. Der steht praktisch für die repräsentativ für fossile, ja, Energiekosten. Weil dann Erdöl immer noch den größten Anteil an fossilen Energien ausmacht. Und daher der Erdölpreis, der auch sehr gut immer am Markt bekannt gegeben wird, die anderen Preise irgendwie früher oder später mit sich zieht. Darum ist das alles, habe ich das alles auf den Erdölpreis bezogen. Da hier ist ein Bild der ersten Boje in der Nordsee, wie sie schwimmt. Da hier sind zwei Bilder der größten Konkurrenzprodukte. Hier die sogenannte Belamis. Belamis heißt Seeschlange, weil sie sich wie eine Seeschlange in den Meereswellen windet und an den Gelenken mit Hydraulikzylindern Druck erzeugt, mit dem dann Generatoren angetrieben werden, die Strom erzeugen. Und hier ist eine große Firma ÖPD aus USA, die ein ähnliches Prinzip hat wie meine Boje, um Wellenenergie zu erzeugen. Was ist mit der Polarmis? Wann gibt es die noch? Die Polarmis wird jetzt nicht mehr gebaut. Also die ist nicht zur Serienreife gekommen, obwohl sie hier in großen Fabrikhallen erzeugt wurde. Ist nicht zur Serienreife gekommen. Was sieht man da, Entschuldigung, auf dem Bild? Ist das ist das die gesamte Das ist ein Glied von der, so, der Belamis. Das sind jetzt fünf oder sechs hintereinander, die sich dann wie eine Schlange winden. Und da steht ja hinter E.ON, haben die sich da engagiert gehabt mit der Belamis? Die haben mit der Belamis finanziell zusammengearbeitet. Ach, das ist schön. Und wir haben aber nur so werkstattmäßig gebaut, also wir waren eine ganze kleine Firma, die mit einer Werkstattfirma zusammengearbeitet haben. Man ist jetzt aber übergegangen von reinen Wellenenergiekraftwerken auf kombinierte Wellen-Windenergiekraftwerke oder überhaupt nur schwimmende Windenergiekraftwerke. Und da hier ist ein Beispiel eines schwimmenden Windenergiekraftwerkes, das auch die Wellenenergie nützt. Das sind hier so Schwimmkörper, wie man hier zeigt, die sich mit den Wellen auch auf und ab bewegen und zusätzlich Wellenenergie erzeugen. Und das andere, die drei, das sind drei Windräder. Das sind zwei Flügler. Das sind zweiflügige Windräder. Und kann man was zu der Stromproduktion sagen oder zu der Energieproduktion? Sind die Verhältnisse denn, kann man das ungefähr abschätzen von diesen Wellen? Also von der Konkurrenzfirma kann ich nichts sagen, aber aus diesen Konstruktion ist diese geworden, die sogenannte Energiewendestern meiner Konstruktion, und bei der ist die Produktion aus Wellenenergie etwa gleich groß wie die Produktion von Windenergie. Und Größenordnung? Größenordnung, das kommt davon, wie groß man das Windrad macht. Derzeit ist jetzt der Standard 5 oder 6 Megawatt pro Windrad. Ist jetzt der Standardgröße. Und kann man da nochmal zu dem Wendestern was erklären, wie der im Wasser schwimmt? Wo ist denn da die Meereswellen? Das hier ist ein Rohrsystem da hier, und das schwimmt auf dem Wasser. Und unten ist eine Masse aus Beton mit dem eingeschlossenen Wasser, die bewirkt, dass der Energiewendestern ruhig im Meer liegt und die Lage des Windrades nicht überlastet und die Energieerzeugung mit den Meereswellen schwimmen. Also diese Paddel, die du da außen gezeichnet hast, diese Meereswellenkraftwerke sozusagen, die liegen alle auf der Meeresfläche. Die liegen auf der Meeresfläche und bewegen sich mit den Wellen auf und ab. Okay. Hier sind einige gezeigt, die sich auf und ab bewegt haben. Das ist der Nobelpreisträger Kohn,
ein Österreicher, der als Kind nach USA verschickt worden ist und dort sich zum Nobelpreis entwickelt hat. Und er, da ist der, sein Name, und er hält einen Vortrag hier gerade, wo er darauf hinweist, dass bei der sich erhöhenden Weltpopulation die Produktion, Global Oil Production pro Börsen, die Ölproduktion pro Person irgendwann einmal sinken wird, und er schätzt da hier das Jahr etwa 2015 oder 2020 ein, und daher ist sein Vorschlag, hier an der Ostküste der USA im Meer Windräder zu positionieren, die hier das Land mit Energie versorgen, um den Ausfall der Energie durch die fallende Ölproduktion pro Person auszugleichen. Und das ist auch dieselbe Idee wie mein Berliner Energiekonzept. Hier sind die zum Teil schon vorhandenen Windräder in der Nähe des Meeres, wo am meisten Wind weht. Und hier sind die vorgesehenen schwimmenden Meereskraftwerke, hier als mein Energiewendestern gezeigt. Und die sind jetzt elektrisch mit Seekabeln vernetzt, von Süden bis Norden. Und das hat das Ergebnis, dass irgendwo immer Wind und Wellen vorhanden sind, sodass die Stromproduktion nie unter einer gewissen Mindestproduktion kommt und daher eine sichere Stromversorgung gewährleistet ist. Ach, das ist die Erklärung zu dem ersten, zum Anfang, wo man angefangen hat, wo ich gefragt habe, wie das im Meer verteilt ist. Und dann nochmal zwei Schaubilder zurück mit diesem Hochpunkt von der. Das würde bedeuten, dass sie jetzt im Zeitpunkt irgendwann die Produktion von Öl pro Person, lebender Person oder Person auf dem Planeten, absinkt. Und das kommt, ja, aber durch was kommt das zustande? Weil die Person jetzt weniger Energie verbraucht? Weil die Öllager konstant bleiben. Genau. Das war die Prognose des Nobelpreises. Das heißt also, das ist eine Zwangskurve, die da gezeigt wird. Ja, das ist eine Prognosekurve des Welt. Genau. Das heißt, das passiert nicht deswegen, weil die Personen jetzt anfangen, Energie zu sparen, sondern die Sache ganz einfach, mehr Öl habt ihr nicht zur Verfügung. Ja, weil Öl ungefähr gleich bleibt irgendwann einmal. Und die Personen immer mehr werden. Und dann kommst du mit deiner Erklärung, der Differenz zwischen dem, was der noch weiterhin verbrauchen will, wird jetzt mit Regeneration. Narrativ. Das ist keine tatsächliche Kurve, sondern das ist die Prognose, die der Preisträger in seinem Vortrag erwähnt hat. Genau, und das ist der Zwangs. Mit der Wirklichkeit überein, das hat er sich richtig überlegt. Ja, genau. Und darum ist er zum Schluss gekommen, muss aus Windrädern. Eine Differenz Meer, noch. In dem Fall die Ostküste der USA versorgen, und das gilt natürlich für andere Gebiete, zum Beispiel für die Versorgung Europas nach meinem Berliner Energiekonzept hier mit Energiewende. Ich habe es jetzt verstanden. Ich habe erst, das ist keine Kurve, die aufzeigt, dass die Leute vernünftig geworden sind und weniger Energieverbraucher, sondern das ist eine Kurve, die zeigt, mehr steht nicht zur Verfügung. Ja. Und wenn ihr noch mehr haben wollt, müsst ihr es irgendwo anders tun. Ja, das war die Prognose des Nobelpreises. Genau, das meine ich nur. Und das stimmt offenbar mit der Wirklichkeit gut überein. Okay. Ja. Und jetzt da ist noch die Behauptung begründet, dass die Vernetzung von Süden bis Norden, sodass immer irgendwo Wind und Wellen vorhanden sind, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, kostengünstiger ist als Energiespeicherung. Wollte man Deutschland mit Windenergie und Photovoltaikenergie zu 100% versorgen, nur aus dem deutschen Gebiet, dann müsste man berücksichtigen, dass es die Dunkelflaute gibt, also Wetterlagen, in denen zwei Wochen kein Wind und keine Sonne vorhanden ist. Und um die bei solchen Dunkelflauten bei dezentraler Energieerzeugung nur aus dem deutschen Gebiet, wie es ja jetzt hier vorgesehen ist, zu sicherzustellen, müsste eine
Energiespeicherung von 24 Terawattstunden, das ist der deutsche Verbrauch, in 2 Wochen sichergestellt werden. Und die günstigsten Energiespeicherkosten, die vorhanden sind, zum Beispiel bei Speicherkraftwerken, sind 100 Euro pro Kilowattstunde. Das bedeutet, dass 24 Terawattstunden eine Investition von 2.400 Milliarden Euro erfordert werden. Das sind mehr als die deutsche Staatsverschuldung. Das zeige ich hier, um zu begründen, warum ich behaupte, die Vernetzung von Süden bis Norden nach dem Berliner Energiekonzept ist kostengünstig und ermöglicht überhaupt erst eine 100%ige Versorgung Europas mit erneuerbaren Energien, was bei dezentraler, wegen der hohen, mit dezentraler Energieversorgung, wie es jetzt vorgesehen ist, wegen der hohen Speicherkosten finanziell nicht machbar ist. Hier, um einen Begriff zu machen, hier ist die Formel, wie man zu dort kommt. Energiekosten aus Erdöl-Wärmeenergie sind 4 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ungefähr dieselbe Größenordnung wie günstigste Windenergie. Und nach meiner Rechnung kostet Energie aus dem, nach dem Berliner Energiekonzept 7 Cent pro Kilowattstunde. Das sind 3,5 Cent für die Erzeugung von den schwimmenden Kraftwerken und 3,5 Cent für die Vernetzung. Und 7 Cent für Elektroenergie ist kostengünstiger als 4 Cent für reine Wärmeenergie aus Erdöl, weil die Elektroenergie 2 bis 3 Mal so wirkungsvoll ist als reine Wärmeenergie. Da sind wir bereits einen Kostenvorsprung. Und hier zeige ich noch die, um die Wahrheit zu sagen, dass natürlich die echten Kosten der Energieerzeugung von Erdöl in Saudi-Arabien bei 3 Dollar pro Barrel liegen, obwohl jetzt der Ölpreis 75 Dollar pro Barrel ist. Das entspricht ungefähr 0,15 Cent pro Kilowattstunde. Und im Kaspischen Meer bei 20 Dollar Energieerzeugung, also Kosten, um Erdöl zu erzeugen, entspricht das etwa 1 Cent pro Kilowattstunde. Und das bei den inzwischen neuen Fracking können wir zwischen 2 und 3 Cent pro Kilowattstunde rechnen, sind die Kosten für die Erdölerzeugung. Hast du Ahnung, wo dann die Differenz versickert, die man da bezahlen muss für den Erdöl und dem, was die da an Förderkosten haben? Ist das alles Raffineriekosten oder Transportkosten? Nein, das sind Gewinne der Staaten. Ganz Saudi-Arabien lebt von der Erdölverkauf. Und wenn die Kosten der Produktion, der teuersten Produktion, um den Weltbedarf zu decken, jetzt bei 20 Dollar ist, wird natürlich Saudi-Arabien das Öl nicht um 3 Dollar hergeben, sondern um 20 Dollar. Immer die teuerste noch nötige technische Kosten der Erdölproduktion bestimmen den Preis, weil keiner Geld verschenkt. Und auf was bezieht sich die Dollar pro Barrel für das Rohöl, was da rauskommt? Ne? Das habe ich erfragt von einer Firma, die ach, da steht es ja Rohöl. Erfragt von einer Firma, die schwimmende Bohrinseln erzeugt. Okay. Das war vor 10 Jahren, ob das noch so weit aktuell ist, wird sich nicht so stark verändert haben. Aber ist nicht aber bis aus dem Rohöl dann Diesel wird, den man verbrennen kann, da muss ja die Raffinerie noch... Die kommt noch dazu, aber das ist nicht so wesentlich. Die Raffineriekosten kommen noch dazu. Ich kann sie nicht genau abschätzen, aber sie sind nicht weltbewegend, so. Die Raffineriekosten. Ich weiß noch, dass sie nicht großartig viel ändern. Und die Transportkosten auch nicht. Die kommen auch noch dazu, aber ja. Das ändern nicht so viel. Der Haupt ist der Gewinn der hauptsächlich staatlichen Produzenten, weil die ganzen Staaten von diesem Erdölverkauf sich angewöhnt haben zu leben. Hier haben wir ein Interview mit dem Dr. Zisch über seine Studie
die besagt, dass bei entsprechender Vernetzung von Windrädern an Land von Europa bis der europäische Teil Russlands eine konstante Energieversorgung gewährleisten, die eigentlich nicht bezweifelt wird, woraus ich jetzt schließe, dass wenn man das Meer vernetzt, wo man noch viel gleichmäßigere Winde und Wellen hat als an Land, dass dasselbe möglich ist bei Vernetzung im Meer oder eher, weil wir an Land haben wir 2000 Jahresbetriebsstunden von Windrädern und im Meer ungefähr 4000 Jahresbetriebsstunden. Also, ich meine, ich weiß, dass du den Vortrag fast auf dieses Aussage von dem Herrn Dr. Zisch da aufgebaut hast, aber muss man da nicht das sind ja statistische Größen, müsste man da nicht auch mal eine Wahrscheinlichkeit dazu angeben? Oder kann der sagen, zu 100% Wahrscheinlichkeit ist die und die Energiemenge da? Also das ist ja ein Schwachpunkt von dem ganzen Konzept, finde ich jedenfalls. Weil ein Kritiker könnte doch immer noch sagen, also kann man sich nicht vorstellen, dass auf dieser ganzen Strecke nur Flaute ist, und dann kommt also der und sagt, nein, hydrologisch gesehen oder meteorologisch gesehen ist es unmöglich, es wird immer irgendwo Wind sein oder immer irgendwo... Ja, um sicher zu gehen, dass das nicht trotzdem zu einem Blackout kommt, um doppelt abzusichern. Es gibt ja sehr viele Gaskraftwerke, die noch vorhanden sind. Und nach meiner Überlegung sollte man die auf automatischen Betrieb umstellen, dass keine Personalkosten, keine wesentlichen auftreten, und die noch in Reserve halten, um in dem Fall, dass es trotzdem zu einem Strommangel kommt, dass die einspringen können. Das wäre nach meiner Ansicht aus Sicherheitsgründen nötig, weil man ja immense Kosten hätte, wenn jetzt eine Woche ohne Strom wäre. Kann man sich gar nicht vorstellen. Katastrophe. Und die Doktorarbeit von Dr. Zisch kommt zu dem 0,0465 Euro pro Kilowattstunde, kommt bei dem gegebenen Kostenniveau auf Gesamtenergiekosten von 4,6 Cent pro Kilowattstunde. Also etwa gleich wie die Erdölenergiekosten. Weißt du noch, ob der Dr. Zisch da irgendwelche Speicher irgendwann mal mit... Nein, seine Studie geht total ohne Speicher. Okay. Wobei zu der Windenergie noch Solarenergie und ich glaube etwas Bioenergie dazu, so wie es eben vorhanden war. Und zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die bekannte Energie Watch Group. Hier haben wir es gezeigt, da hier eine Vernetzung über halb Russland kommt zu dem ähnlichen Ergebnis von 5,2 Cent pro Kilowattstunde, wobei die offenbar irgendwelche Speicher einrechnen. Ich zeige das, um das glaubhaft zu machen, dass meine Rechnung mit 7 Cent pro Kilowattstunde für Energie aus dem Atlantik etwa plausibel sind. Das stammt noch von dem Feld, da war er noch in Ehren. Ja. Der Feld ist ein Mitbegründer des Erneuerbaren Energiegesetzes, mein Dr. Scheer. Zu zweit haben sie das eigentlich über die Bühne gebracht. Mhm. Und jetzt zeige ich hier, das ist eine Vision, die State Grid aus China ist einer der 10 größten Firmen der Welt mit 1,2 Millionen Beschäftigten. Und der hat die Vision eines weltumspannenden Stromnetzes. Das würde bedeuten, dass Solarenergie immer vorhanden ist, dort wo man es braucht. Das zeige ich nur, um darauf hinzuweisen, dass meine Vernetzung im Atlantik nicht so aus der Welt ist, wenn diese riesige chinesische Firma sogar die Vision des Weltstromnetzes hat. Ich mache da noch eine Bemerkung zu Solarenergie, deswegen, weil irgendwo ist immer Nacht und irgendwo ist immer Sonne sozusagen. Ja, irgendwo ist immer Sonne, und wenn man das jetzt weltweit vernetzt, hat man immer überall die nötige Energie. Und auch hier ist eine
ein Diagramm, das vom Umweltministerium veröffentlicht wurde, vom deutschen Umweltministerium, dass die Kosten des Energietransportes über 3000 Kilometer mit der modernen Technik der Gleichstromüberzeugung zeigt. Und die Kosten wären bei Verhältnissen, wie sie bei uns jetzt beim Berliner Energiekonzept vorhanden sind, mit ungefähr 4300 Jahres Betriebsstunden liegen bei 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde, je nachdem, ob die Stromerzeugungskosten 3 oder 6 Cent pro Kilowattstunde sind. Was ist denn das SOT? Was soll denn das? Wo ist SOT? PV, Photovoltaik, Wind. SOT, das heißt Sonnenkraftwerke mit Sonnen, mit Dampfkraft. Ach so, okay. Wie es zu den Namen kommt, das kann ich im Augenblick nicht sagen. Das sind mit Spiegeln wird Dampf erzeugt und die treibt dann Turbinen. Das ist eine andere Art von Sonnenkraftwerken. Nennlaststunden. Stunden pro Jahr. Ja, also das Mach Jahr doch mal ein Beispiel, dass man es mal erkennt. Das Jahr hat 8760 Stunden. Und wenn die Jahreserzeugung so viel ist wie die Nennlast mal 4300 Stunden, dann haben wir 4300 Nennlaststunden. Okay, und dann geht man in die Tabelle neu und dann kann man neben ablesen Transportkosten. Transportkosten 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Der würde hier zutreffen für das Berliner Energiekonzept. Daher zeigte die Maximale. In Dubai wurde ein riesiges Sonnenkraftwerk ausgeschrieben. Dort gibt es natürlich etwa doppelt so viele Sonnenstunden wie in Deutschland. Und da wurde angeboten, Energiekosten von 2,6 Cent pro Kilowattstunde. Also hier in dem Fall ist die erneuerbare Energie bereits wesentlich kostengünstiger als die fossile Energie auf dem derzeitigen oder im Augenblick längerer Zeit üblichen Erdölpreis von 75 oder 100 Dollar gerechnet. Da sind die erneuerbaren Energien schon weit kostengünstiger als die fossilen in diesem Fall. Die haben ja optimale Bedingungen. Um bei optimalen Bedingungen, um darauf hinzuweisen, dass das schon realistisch ist, dass die erneuerbaren Energien irgendwann einmal kostengünstiger sein bei entsprechender Produktionsgröße als die fossilen Energien. Ja. Und wird da gebaut noch? Oder ist das weiß ich nicht, das ist ausgeschrieben. 2017. Wahrscheinlich wird er gebaut. Aber jedenfalls zeigt das, dass die Möglichkeit besteht, der ist echt ausgeschrieben und angeboten worden. Das zeigt nur das Energiepotenzial. Das größte ist das Sonnenenergiepotenzial. Nächste Größe ist das Windenergiepotenzial, diese rote Kugel. Und der Weltenergieverbrauch im Jahr 2010 ist hier unten gezeigt. Der ist inzwischen natürlich etwas gewachsen. Aber jedenfalls sieht man, dass so viel Windenergie vorhanden ist, dass es vielmal reicht, um den gesamten Weltenergiebedarf zu decken. Kann man mal die einzelnen Blöcke da nochmal von vorne durchgehen? Das fängt an, der kleinste unten ist Wasser. Der kleinste ist Wasser, der nächste ist Meereswärme oder Wellenenergie. Das verstehe ich nicht, das ist Potenzial. Potenzial, ja. Und der wirkliche Weltverbrauch ist hier vor 10 Jahren gewesen. Als Vergleich. Nach diesem, der ist inzwischen etwas gewachsen, aber nicht so wesentlich. Ja. Da sieht man, dass praktisch alle und besonders die Windenergie so ein Potenzial hat, um vielfach den gesamten Weltenergiebedarf zu denken. Und wer kommt als nächstes? Als nächstes haben wir hier Biomasse, das hier gezeigt. Als nächstes ist Erdwärme und dann ist Wellenenergie und Meereswärme. Und das letzte ist Wasserkraft. Die reicht gerade knapp aus und würde theoretisch, wenn man alles umbauen könnte, könnte man nach dieser Aufstellung auch mit Wasserkraft den gesamten Energiebedarf decken. Und da wäre doch interessant, wäre auch die Solarstrahlung auf Kontinente. Das ist das Größte. Ja,
Das ist allein Stollen auf Kontinente. Das ist der zweite. Der, das ist der erste. Der, nee, der das Grüne. Ist ja die. Ist das nicht der heutige? Das Rote ist der heute. Das Rote ist das letzte gezeigt. Ach so, das ist der Rote. Das ist der heutige. Der Energieverbrauch. Also. Also vor 10 Jahren war das. Ach, und das andere ist die Solareinstrahlung, ja, auf Kontinente, auf Festland sozusagen. Auf Festland. Und das ist wirklich ein Vielfaches. Das ist das 10.000-fache vom Weltenergiebedarf. Und Solarstrahlung ist dann gleichzusetzen mit Photovoltaikpotenzial. Potenzial, das von der Photovoltaik zu einem gewissen Wirkungsgrad ausgenutzt werden kann. Und die haben heute einen Wirkungsgrad von 10% oder so? Ja, ungefähr. Aber jedenfalls reicht die Solarstrahlung auch bei 10% oder 15% Wirkungsgrad vollkommen aus, theoretisch, um die ganze Weltenergie. Ich frage deswegen da so intensiv hinterher, weil es ist ja bemerkenswert festzuhalten, dass die Solar, also die Photovoltaik, so ein Riesenpotenzial darstellt. Ne? Ob es dann ausgenutzt wird und warum es nicht genutzt wird, ist eine andere Sache. Aber eigentlich hat es ein Riesenpotenzial. Die Solar. Das größte Potenzial. Und das ist jetzt nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit, welches von den großen Potenzialen man ausnutzt. Okay. Und nach meiner Ansicht ist das Windenergiepotenzial in Größe und Kosten pro Kilowattstunde das günstigste. Okay. Um den Bedarf zu decken. Und zwar nicht Wind an Land, weil die Industriestaaten zu dicht besiedelt sind, sondern eben muss man auf schwimmende Windkraft am Meer ausweichen. Und bist du informiert, wie diese Biomasse sich berechnet? Auf was bezieht sich? Ist das einfach Schätzung, wie viel Biomasse man erzeugen könnte? Denn? Also ich kann zu diesen Schätzungen gar nichts sagen. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt und das zeige ich hier. Ja. Da hat die Quelle ist unten angegeben. Ich kann dazu keine Kommentare, weil ich weil irgendwo hatte ich mal gehört, man könnte ja auf dem Meer irgendwelche Dinge einbauen und da Biomasse anbauen. Ja, ja. So, gibt es natürlich, ob das da berücksichtigt ist, das kann ich nichts dazu sagen. Ja. Kann ich keinen Kommentar abgeben. Dann hier ist, um zu zeigen, dass man jetzt nicht mit dem Berliner Energiekonzept das ganze Meer zupflastern müsste, ist da ungefähr zeigt die Größe aller nötigen Flächen, um den Weltenergiebedarf zu decken. Natürlich nicht auf einen Punkt konzentriert, sondern auf viele Punkte verteilt, auf viele Teile des Weltmeeres verteilt. Also um nur zu zeigen, dass man jetzt nicht mit den schwimmenden Kraftwerken das ganze Meer zupflastern müsste. Hier ist gezeigt, wie sich neue Technologien durchsetzen. Das ist ergibt aus einer Formel des Club of Rome Buches, des ersten Club of Rome Buches entwickelt. Beginnt bei 1% Marktanteil einer überlegenen Technologie. Die braucht eine gewisse Zeit, bis sie 10% erreicht. Dann braucht sie dieselbe Zeit, bis sie 50% Energie erreicht. In 3/4 der Zeit hat sie 90% und in Summe in 4/4 der Zeit von 1 bis 10% hat sie 99% erreicht. Und die Praxis zeigt, dass das bei allen disruptiven neuen Technologien in etwa in dieser Art erfolgt, wie das theoretisch im ersten Club of Rome Buch berechnet ist. Und du willst damit belegen, es ist nicht hoffnungslos, jetzt noch einmal auf so eine Technologie, die kann sich durchaus so rapid entwickeln, dass sie die Energiewende herbeiführt, oder warum macht? Ja, wenn die Energie so besser ist, wie zum Beispiel die Quarzuhr, die mechanische Uhr, dann setzt sie sich mit dem Kapital, das vorhanden ist, weil es Zinsen bringt, in relativ kurzer Zeit vor. Und die Entwicklungszeiten von neuen Technologien werden immer kürzer. Das wird immer steiler. Okay. Und das ist, kann man aus der Praxis, jeder kann das noch vollziehen, das ist in der Praxis
Das ist ein Diagramm aus der Praxis. Ja, du willst halt sagen, es besteht noch Hoffnung sozusagen. Wir können es noch schaffen sozusagen mit der Regierung. Ja, wenn die Erneuerbaren, wenn sie erstmal los, bei Serienproduktion, wenn es gelingt, die Erneuerbaren bei Serienproduktion, auf meinen Augen, dahin zu bringen, dass sie deutlich kostengünstiger sind als die fossilen, dann ergibt sich zwangsläufig ein Übergang ungefähr in so unglaublich kurzen Zeiten. Nach den Erfahrungen mit anderen Technologien. Und da ist ein Beispiel gezeigt, das ist jetzt nicht das Smartphone, sondern die alten Tastentelefone, die haben sich in 10 Jahren alles ohne Förderung, mit Kapital, mit zinssuchendem Kapital, in 10 Jahren von 0 auf 500 Millionen Handys oder Telefone vermehrt, und dasselbe ist jetzt bei dem Smartphone, aber nicht auf 500 Millionen, sondern auf etwa 2,5 Milliarden, wieder in 10 Jahren. Von 2007 sind die ersten auf den Markt gekommen und 2017 haben wir 2,5 Milliarden. Das ist die Praxis, die sich gezeigt hat, bei disruptiven Technologien. Und hier ist noch ein Vergleich der Energiequellen. Dieses Balkendiagramm, das oberste, zeigt den gesamten Weltenergiebedarf, Primärenergie von 160.000 Terawattstunden pro Jahr. Auf einem DIN A4-Blatt aufgetragen ist das 16 cm lang. Im Vergleich dazu ist der gesamte Weltenergie, Windenergieproduktion 1,5 mm stark, und der Balken für die Photovoltaik weltweite Energieproduktion ist 0,5 mm. Wobei jährlich der Balken für die Windenergie um 0,2 mm wächst und der für die Photovoltaik um 0,1 mm. Das heißt, durch Subvention teurer erneuerbaren Energien kann man den Klimawandel offenbar in vernünftiger Zeit nicht aufhalten. Aufhalten kann man nur dann, nach meiner Behauptung, wenn die erneuerbare Energie so kostengünstig ist, dass das gesamte vorhandene Weltkapital dort Zinsen erwartet und in entsprechenden Größenordnung einsteigt, wobei, wie schon gesagt, die Produktion von Kraftwerken, der Windräder oder Meereskraftwerken in der Größenordnung der Autoindustrie liegen muss. Da gibt es genug Kapital auf der ganzen Welt vorhanden, wenn das Zinsen bringt, und nur dann kann man den Klimawandel aufhalten und nicht durch Subvention von teuren erneuerbaren Energien, weil so viel Geld für Subvention ist bei weitem nicht vorhanden. Also das Bild da, anhand diesem Riesenbalken da oben und diesen kleinen zwei Strichchen, da willst du ja zeigen, das ist derzeit, das kriegt er zurzeit hin mit eurer Subvention. Ja. Das ist der derzeitige Zustand, und auch das Wachstum. Das wächst im Jahr um 0,2 mm Wind. Und nach dem Motto, wenn er so weitermacht, der schafft es nie. Das ist nicht erreichbar. Ganz offenbar. Man braucht eine neue Technologie, um das zu schaffen, weil man die vorhandene Technologie gar nicht so viel fördern kann, weil so viel Steuergeld ist nicht vorhanden. Und die Idee ist sozusagen, aber lasst den Kopf nicht hängen. Ich habe euch ja gezeigt, wenn ihr ordentliche Technologie auf den Markt bringt, dann kann die sich durchsetzen und wird sich durchsetzen. Und dann muss halt richtig Power gegeben werden. Und wenn jetzt mal der Punkt gekommen ist, und dann gibt es die Möglichkeit, dass man es trotzdem hinbringt, diesen Riesenbalken da oben mit regenerativer Energie zu decken. Und das zu ersetzen. Zu ersetzen. Ja. Und das wäre ein Element oder ein großes Element, das wären dann diese Meereswellen. Ja, und die Technik muss so weit entwickelt werden, dass die Serienproduktion vorbereitet ist von diesen Wellenkraft- oder Wind- und Wellenkraftwerken, sodass dann ein Zinsertrag zu erwarten ist, und dann ist genug Kapital vorhanden, um das umzusetzen. Und kann man auch ein Argument bringen, warum es die Photovoltaik nicht bringen wird? Warum du der Meinung bist, dass es nicht schafft? Ja, die Tatsache ist, dass die Windenergie dreimal so wirkungsvoll ist weltweit als die Photovoltaik.
Das ergeben die Zahlen. Also von der Koste her oder wie? Von der Welterzeugung. Also von Windrädern wird weltweit das Dreifache an Energie erzeugt als von Photovoltaik, das ist die Tatsache. Im Augenblick, beim derzeitigen Stand. Aber es könnte rein theoretisch, weil man könnte ja mal philosophieren oder spekulieren, wenn jetzt ein riesen Technologiefortschritt bei der Photovoltaik eintreten würde. Natürlich, ja, könnte sein, dass das die disruptive Technik ist. Okay. Ich schlage nur die Berliner Energiekonzept mit schwimmenden Kraftwerken vor, weil das offenbar nicht funktioniert bisher. Okay. Was nicht sagt, dass durch andere Technik vielleicht wieder was anderes besser ist. Wenn es denn kommen würde. Ne? Ja, okay. Das kann man nicht voraussehen. Ich schlage mir etwas vor. Ob es noch was Besseres gibt, das kann immer passieren. Und jetzt habe ich noch einen Vergleich, die Kernfusion und das Berliner Energiekonzept, um solche schwimmenden Meereskraftwerke zur Serienreife zu entwickeln, würde man 3 Jahre brauchen, während die Kernfusion 30 Jahre veranschlagt, mindestens bis sie am Markt sein kann. Die Energieerzeugungskosten nach meiner Berechnung und gestützt eben durch ähnliche sind 7 Cent pro Kilowattstunde, die der Kernfusion nach eigenen Angaben 13 Cent pro Kilowattstunde, wenn sie funktioniert. Das heißt, die Erneuerbaren nach dem Berliner Energiekonzept werden damit konkurrenzfähig mit Energie aus Erdöl, Erdgas und Kohle, während die Kernfusionenergie, auch wenn sie funktioniert, nicht konkurrenzfähig mit nach eigenen Kostenangaben. Und daher behaupte ich, das Berliner Energiekonzept sollte bei Technologieoffenheit mindestens genauso gefördert werden wie die Kernfusion, weil sie eher zum Ziel führen kann, die Fossilen durch eine andere Technologie zu ersetzen als die Kernfusion und sogar mit geringerem Entwicklungsrisiko. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang erwähnt habe. Das Berliner Energiekonzept ist ein Konzept zur vollelektrischen Gesamtenergieversorgung mit schwimmenden Meereskraftwerken, weiträumig vernetzt, ohne die viel zu teure Energiespeicherung bei dezentraler Energieversorgung aus dem Land. Und bei Großserienproduktion ist die Energieversorgung aus Wind und Wellen des Meeres kostengünstiger als das fossile Energiesystem mit Erdöl, Erdgas und Kohle und wird dieses ersetzen, das was ich am Anfang behauptet habe. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Überzeugung gebracht habe, dass das zur Entwicklung nach dem Berliner Energiekonzept eine mögliche Technologie ist. Also prima, besten Dank. Ich halte noch eine Frage. Ich habe dir das Bild jetzt extra da drauf gemacht aus deiner Sammlung und da bist du auf einer Reise in China und da hatte sie dich ja damals eingeladen, die chinesische Delegation, um verschiedene andere Patente und Erfindungen, die du propagiert hast, dass du die mal dort vorstellen konntest. Und die Idee, die dahinter steckt, war ja eine davon, dahingehend, dass man sagt, wenn es hier in Europa oder in Deutschland so schwerfällig vorangeht mit der regenerativen Energie bzw. mit der Meereswellenenergie oder auch mit diesem Motorkonzept, das du mal hattest, dann gibt es eben andere Interessenten, die sind nicht so schwerfällig, die sind agiler hinterher, um einen da mal Elbenwelle-Förderung zukommen zu lassen. Das hat sich jetzt aus verschiedenen anderen Gründen nicht weiterentwickelt, aber wie siehst du das denn jetzt mit diesem Berliner Energiekonzept? Was wäre denn da dein Statement? Wieso sollte man da jetzt ein bisschen rascher vorangehen oder wie könnte man da überhaupt vorangehen? Man sollte genau untersuchen, ob das Berliner Energiekonzept wirklich eine disruptive neue Technologie ist. Weil wenn das ist, dann muss das als Europa entwickelt werden und es ist nicht gut zu warten, bis die Chinesen oder die Kalifornier schneller sind. Ja, genau.